Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raider Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Und es ist eine Woche her, seit ich mich rasiert habe. Vielleicht sieht man den Bart schon wieder durchkommen. Oh mein Gott. Aber Hauptsache das blaue Hemd. Wem das noch nicht aufgefallen ist, immer bei Raid am Mittwoch hat der Ramses sein blaues Hemd an. Man muss sich ja auch ein bisschen schick machen. Wenn die Frisur schon nicht mitspielt, dann Hauptsache die Kleidung. Außerdem muss ich verstecken, dass ich immer das weiße T-Shirt anhab. Das war's aber jetzt. Wir fangen an auf jeden Fall mit den Highlights der Woche. Achso, am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche und so weiter. Was ich halt immer so alles erzähle am Anfang. Schon wieder viel zu gute Laune, dabei habe ich eigentlich so brennen. Bruder, vorhin Kartoffelstampf hier mit Chili-Soße. Wir kommen also zu den Highlights der Woche und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche beim Bockwurst-King, der hat sich ein 100% Zickzacks gegönnt in der Nähe von Siegmundsburg, Thüringen, Deutschland am 4.2. Ihr seht ja auch immer das Datum unten dabei, wie alt das ist. Dann Bockwurst King genauso, der ist ja der King of 98ers, also der kriegt ja immer die ganzen 98er überall, der hat so viel Pech, so wenig 100er, so viele 98er, er müsste schon umsteigen und einfach 98er sammeln, dann hätte er bestimmt von jedem Pokémon schon eins. Hier also ein 98er Rihorn, leider nicht so ein gutes Level, aber könnte man natürlich trotzdem entwickeln. Ist ja trotzdem ein krasses Pokémon, ein starkes Pokémon. Vielleicht einfach aufheben, auch für den C-Day am C-Day entwickeln. Da die C-Day-Attacke mitnehmen, ist ja auch noch im Februar jetzt, Ende Februar. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Dann die Sallymaus hier eben im Durchbruch gehabt. Ihr erstes Flecknoil, denke ich mal. Flecknoil. Auch relativ gute IV. Müsste ein 91er sein vielleicht. Da fehlen 4 Punkte. Ich weiß nicht, ob das so ist. Könnt ihr mal reinschreiben, wenn ihr die Prozentrechnung beherrscht. Dann der Marco. Servus, schaue deine Pokémon-Videos schon eine ganze Weile und freue mich auf die tägliche Dosis Ramses. Grüße aus Scheslitz. Scheslitz. Ja, mit einem Shiny Magma in der Nähe von Scheslitz, Bayern, Deutschland. Shiny Magma war ja während des Events wild fangbar, jetzt wissen wir auch nach dem Event, nach dem Neujahrs-Mond-Event ist es weiterhin auch wild als Shiny fangbar. Ja, das ist eigentlich schon die Info dazu, die ich sagen wollte. Man hätte ja denken können, dass das nur während des Events so ist, nach dem Event ist das wieder anders und ihr müsst Magby brüten und dann entwickeln. Ihr könnt aber weiterhin Magma wild als Shiny fangen. Wer also noch keins hat, haltet die Augen offen und werft den Ball nicht zu weit. Auf jeden Fall. Nein, das ist wieder was anderes. Dann haben wir hier den Kenny mit einem Lucky Rayquaza. 100% hat er wohl getradet mit dem Vion. Danke Vion, zwar wieder auf dem falschen Account, aber schön sieht er trotzdem aus. 100% Rayquaza, auf jeden Fall richtig gute Sache. Selbst wenn das der kleine Account ist, würde ich das auf jeden Fall hochziehen. Kann man ja immer mal brauchen. Dann beim Fischi geht klar fürs Erste ein Zurokex, auch mit relativ guten IV. Dürfte sogar ein 93er sein, jetzt musste ich überlegen. Habt ihr schon ein zweites Zurokeks bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Seitdem ich mein zweites habe, habe ich kein einziges Mal wieder die Go Battle League angerührt. Jetzt gibt es zwar die Hyperliga und Hyperkämpfe, aber solange es keine anderen Belohnungen gibt, bei denen man neue Pokémon bekommen kann, sehe ich auch nicht ein, die Hyperliga zu spielen oder irgendwas zu spielen. Ich warte drauf, bis es endlich offiziell losgeht, bis dann auch Pikachu kommt, bis es richtig um die Wurst geht. Vielleicht wäre es sinnvoller, jetzt zu üben, weil es jetzt noch um nichts geht. Es ist ja immer noch die Vortestphase und nicht die richtige Saison. Aber egal, ich habe keine Zeit dafür. Ich muss wichtige Sachen machen, ne? Ich muss essen und so. Dann habt ihr hier den Robby mit einem 98er Flecknoil, auch aus dem Feldforschungsdurchbruch. Der Bierbenny hat einen Shiny Makuhita gefangen. Pokefreak Red
entwickeln oder noch warten? Was würdet ihr tun? Der hat einen 100% Lavita erlöst, also aus einem Krypto-Lavita heraus ein 100%iges bekommen. Würdet ihr das entwickeln? Würdet ihr warten? Es wird ja sicherlich im Dezember, ich meine, jetzt ist gerade mal Februar, es wird im Dezember sicherlich wieder dieser Best-of-Community-Day kommen, wo ihr die Attacken alle wiederbekommt, könntet euch dann ein Despotar mit Katapult-Steinkante machen. Wenn ihr es jetzt entwickelt, könnt ihr bis Knirscher draus machen. Muss er selber wissen, was er damit vorhat. Kommt drauf an, was er hat, wenn er schon ein paar gute hat. Hat er, glaube ich, gesagt, er hat schon genug mit Katapult-Steinkante. Würde ich es an seiner Stelle einfach jetzt mit Biss Knirscher machen, weil er will so lange warten. Wir wollen ja jetzt spielen. Dann hier der Hannes Red Devil Black mit einem 98er Boreos. Richtig genial. 19,6. Mein Bestes ist, glaube ich, richtig schlecht. Ich glaube, ich habe 84% oder so als Bestes. Er aber ein 98er, auch wenn da 97 steht. Das ist auf jeden Fall cool, obwohl mit dem Ding macht man ja trotzdem nichts. Die Tiergeistform ist, glaube ich, eh dann stärker. Wenn es als Shiny zurückkommt nochmal auch, hat man ja noch genügend Gelegenheiten. Deswegen, ich gehe es langsam an am Anfang. Fischi hier mit einem Shiny Europe auch mitgenommen. Der Kippen 18. zeigt uns sein Avatar, wie der einfach mal mega ist, also riesengroß. Und guckt euch das kleine Zickzacks dagegen an. Normalerweise läuft der Charakter ja auf der Map daneben, aber er ist einfach mal big und zeigt uns seinen Schritt. Kann man auch mal machen. Pokefreak Red hier mit einem Shiny Nagelotz, WP 29. Bockwurst King mit einem Nidoking getradet. Und einfach ein 100% Lucky Nidoking geworden. Auf jeden Fall cool. Nimmt man gerne mal mit. Ist natürlich auch sehr alt gewesen. Ihr seht hier 12.08.2006. Da ist die da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Lucky wird, natürlich sehr hoch. Dann haben wir hier ein Onyx. Ein schwarzes Onyx. Was ist da denn los? Ist das die Alola-Form von Onyx? Denn wir wissen ja, das Shiny Onyx ist ja eigentlich grün. Das sieht ein bisschen komisch aus. Da gehen wir schnell weiter. Dann der Tobi hat uns hier gezeigt, ein kleiner Nachtbesucher, ein Shiny Stolunior auf dem Sofa. Dann bin ich mit Alba Mild Glücksfreunde geworden. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da getauscht habe. Der Frank Behren zeigt uns ein Shiny Alola Vulpix. Wenn es wild nicht klappt, dann halt aus der Feldforschung. Wünsche euch allen einen guten Start ins Wochenende. Bam! Das gab's ja auch jetzt eine Zeit lang aus der Feldforschung, was ihr kriegen konntet, wer es noch nicht hat. Deswegen, wir brauchen eigentlich den Vulpix Community Day nicht. Denn ihr konntet ja die ganze Zeit schon jetzt auch Vulpix aus Eiern brüten, das Alola zumindest als Shiny und eben auch aus diesen Feldforschungen da bekommen. Es geht rein wirklich nur um das normale Vulpix mit seiner Weiterentwicklung, aber das könnte ja auch mal so released werden, dass man das nebenbei sich mal gönnt. Dann die Tina hier, gerade gefangen, ein Shiny Hippopotas. Da fehlen mir leider noch alle vier, also zwei männliche, zwei weibliche. Ich war ja nur mit Riolo beschäftigt jetzt die ganze Zeit. Dann der Fischi wieder. Deine Videos sind so herzerwärmend und haben mein Leben verändert. @MC Ramses. Der kriegt immer Anzeigen irgendwie. Wie hat dir dieses Video gefallen? Dann kann er das bewerten, kann Gründe für die Bewertung nennen. Sehr schön, dass er da immer alles ausfüllt. Bockwurst King hier auch mit einem 100% Hypopotas. Nimmt man auch gerne mal mit. Der Psycho King hat es jetzt endlich geschafft, sein Mew abzuholen. Fertig zu machen. Eigentlich müsste das der Schocker der Woche sein, aber nicht weil es New ist, sondern weil er es jetzt erst kriegt. Aber gut, er hat sicherlich die ganze Zeit nicht gespielt, deswegen gehen wir einfach mal weiter. Wir haben hier den Kenny wieder, den jetzt noch auf dem Hauptaccount, hat ja auch ein 98er Boreos und ich finde den Hintergrund immer noch richtig genial. Dieser Flugtyp-Hintergrund, den man ja eigentlich noch nie gesehen hat, weil bisher nur gemischte Typen in Pokémon Go vertreten waren. Juli mit einem Haspiror Shiny 931. Dann der Fischi hat uns gezeigt, da war ein wildes Knacksel am Spielplatz, also die Weiterentwicklung vom Kaumalat, wo draus dann also Knackrack wird. Das gab natürlich gute Bonbons, hat man sicherlich auch gerne mal mitgenommen. Frank Behren auf dem kleinen Account hat sich ein Shiny Krypto Pinsir gegönnt. Das ist ja jetzt auch neu bei den Rocket-Liedern eben mit dabei. Ich habe noch keinen gemacht von den Rocket-Liedern. Ich wollte ja warten, bis ich mit Pupsi dann in Erfurt bin nächste Woche und wollte da vielleicht die Rocket-Lieder bekämpfen in Erfurt und mein Raikou auch in Erfurt fangen.
das fertig machen. Wenn ich es überhaupt schaffe, weiß ich nicht. Mir dann also das Raikou dort holen. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja auch einen Shiny Pinsir von dem Rocket Leader oder eben was anderes, Flumkiefer. Aber ich habe von den alten keine Shinies bekommen und ich habe die Shinies ja alles so und eigentlich nehmen die ja nur mit, um die dann auch zu erlösen, wegen guten IV und so weiter. Aber Krypto-Shinies sind mir eine Nummer zu hoch auf jeden Fall. Der Kro hat hier noch einen 98er Shiny Carpador mitgenommen, Heidenheim, Underbrenz. Der Sören mit einem 100%, also es ist noch kein 100%iges, es ist noch ein 96%iges Krypto-Bullpix. Wenn das aber erlöst, wird es auf jeden Fall ein 100er in der Nähe von Lauterbach, Hessen. Hessen bei Limburg, wo der Crazy O herkommt. Ne? Dann der Gabriel. Hey Ramon, der Tipp mit Boldaros ist Gold wert. Der hat sich hier auch was Nettes gebastelt. Der hat sich nämlich ein 96er Boldaros hochgezogen mit 13, 15, 15 auf Level 39,5 und das hat jetzt genau 1500 WP eben für die Superliga. Ihr seht auch hier unten bei PvP ist es mit 100% angegeben. Das ist also das Beste für PvP, was er so mitnehmen kann im Angriff. Oder bezieht sich das auf die Attacken? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat das mit den Attacken zu tun und das andere, hier oben steht ja nochmal PvP-Produkt, 99,5, also ich habe so lange schon nicht mehr mit Kalzi gearbeitet, da sind so komische Sachen dabei. Das ist auch richtig heftig, eigentlich hätte das der Schocker der Woche sein müssen, der Micah Boy hat einfach mal ein 100%iges Galapaflos gebrütet. Das habe ich noch nicht mal im Pokédex, ich habe das noch nie gebrütet, keine Ahnung. Gibt es ja wahrscheinlich nur in den 10er-Eiern, aber ich habe jetzt 4 Stück noch. Müsste ich mal brüten, vielleicht habe ich dann auch mal Glück. Er gönnt sich einfach 100% von dem Galapafluss. Sehr cool, kann man ja auch weiterentwickeln, das fehlt mir auf jeden Fall. Aus Winsen, Luhe, Niedersachsen. Dann Tim hat uns gezeigt hier, der hat 100% Lucky Metagross mit Sternenhieb natürlich, wie er schreibt, und ein Shiny Alola Sandama entwickelt. Das ist, ich sehe den Unterschied, wenn mir jemand was, wenn mir jemand irgendwo was in Facebook schickt oder in WhatsApp, ich kann das so schön upscreenen, ihr habt immer schöne große Bilder. Manchmal, wenn man es in Instagram upscreent, steht der Name noch oben dabei und ihr habt ein Vollbild, aber manchmal, wenn man es upscreenen will, ist einfach nur das Bild da ohne einen Namen. Wahrscheinlich hat man 20 verschiedene Möglichkeiten, bei Instagram Bilder zu schicken und da es bei ihm auch nichts angezeigt hat, kein Namen, ich dann also ja eh nicht mehr wüsste, von wem es ist, musste ich das aus dem Gespräch upscreenen, dadurch sind die Bilder aber eben kleiner. Deswegen, eigentlich mag ich Instagram überhaupt nicht, aber wahrscheinlich haben mittlerweile mehr Leute Instagram als Facebook, denn wenn man angeschrieben wird, dann immer da. Gerade für Bilder oder für Fragen zu den Videos oder so. Dann weigelt Dennis auch mit einem Shiny Carvador endlich nach 420 Nicht-Shinies im Eventzeitraum. Hat er jetzt also seins bekommen? Habe ich auch von mehreren gehört, die wirklich während des Events nichts bekommen haben und kurz nach dem Event kam es dann, war es dann da. Also ihr wisst, sobald einmal im Spiel bleibt das ja immer, obwohl Carpador auch schon ein alter Schuh ist, gibt es ja auch schon ewig. Dann Fischi wieder mal an der gleichen Stelle wie vor einem halben Jahr, wo ich auch ein Shiny Rattan gefangen habe. Sein zweites Shiny Rattan also. Jetzt können also eins entwickeln. Natürlich das höchste würde ich an seiner Stelle entwickeln. Vielleicht entwickelt er aber auch das beste. Dann Robby, naja, erstmal haben, hat wohl sein erstes Milzer gebrütet. Habt ihr auch schon einen Milzer aus dem 10er-Ei gebrütet? Schreibt es mir in die Kommentare. Auf jeden Fall auch sehr heftiges Pokémon. Wird ja ungefähr so stark wie Rayquaza. Ist aber kein legendäres und das muss schon was heißen. Dann das Dragoran hat ein 0%iges Hypopotas gefunden. Geil, in der Nähe von Viernau, Thüringen. Da wollte ich mir letztens noch ein Sofa holen. Hat aber noch nicht zurückgeschrieben, die Dame, bei der das war. Vielleicht liegt sie unterm Sofa mittlerweile und das hat sich ausgesofert, keine Ahnung. Und wo wir gerade vom Sofa reden, auf der Couch, Bobserob mit einem Shiny Schneebedeck 788. Habe ich auch letztens, als sie mich in die Arena setzen wollte mit dem zweiten Account, habe ich gedacht, ach, habe ich heute überhaupt schon was gefangen? Ich muss ja noch was fangen. Ich drücke also den Account an, ich drücke das Schneebedeck an, was das sitzt, wollte es fangen, um sie in die Arena zu setzen, ist es auch ein Shiny gewesen. Also manchmal hat man Glück, wenn man überhaupt gar nicht mit rechnet.
wenn mal ein Shiny aus dem Ei kommt, aber nicht das, was man sucht. Der Marco hier mit einem Shiny Mobile, darüber kann er sich trotzdem freuen, auch trotzdem eins der selteneren. Kotbrot hier mit einem mit einem 100% Alola Knocker auf jeden Fall. Sieht natürlich auch heftig aus, auch das als 100er zu bekommen, könnt ihr ja nur aus den Raids rausziehen, ist also ein seltenes 100er. Gefa mit einem 100%, Kanivanya nimmt man auch mit, Bockwurst King 100% Plinfa. Dann eine Vorbelastet, Expectation und Reality, was man also erwartet hat im Event, dass man aus den Eiern Riolu bekommt, Kaumala, Tipo Potters ganz viel. Und in Wirklichkeit, was hast du bekommen die ganze Zeit? Wie heißt denn hier das Erdmännchen da, das Dings? Ich komme nicht auf den Namen. Auf jeden Fall Vatripje, Bronzel haben wir dabei, Knospi, Mobai und... Hab den Namen vergessen. Dieses Hermelin oder was das ist. Und mit dem blöden Kragen. Ihr wisst, was ich meine. Das hat man auf jeden Fall auch ganz viel bekommen. Ich habe das 10-mal am Tag gelesen und weiß den Namen einfach nicht mehr. Dann Mitchell auch mit einem 100% Bullpix hinterher. Ich weiß jetzt schon, dass der Benjamin Engel mich wahrscheinlich wieder korrigieren wird und wird den Namen unten reinschreiben. Oder mal gucken, wer zuerst den Namen reinschreibt, was es ist. Ich komme nämlich immer noch nicht drauf. Ich versuche, während ich hier lese, gleichzeitig zu überlegen, aber vielleicht sollte ich mich auch einfach aufs Bild konzentrieren. Denn die Sandy Maus hat auf dem kleinen Account in der Aufgabe noch ein 100%iges Psyana bekommen als Pokédex-Eintrag. Die hat noch nicht mal ein Evoli entwickelt zum Psyana. Sie hat noch gar kein Psyana gehabt. Aber gut, es ist ja auch der kleine Account, wie gesagt. Hat jetzt also ein 100er aus der Aufgabe bekommen, direkt als Pokédex-Eintrag. Das Dragonite, auch nochmal Shiny Hippopotas dabei. Dann habe ich ein Shiny Riolu bekommen, hat mir das rübergetauscht auf den großen Account. Und was ist passiert? Es ist natürlich Lucky geworden. Das hat mich so dermaßen angekotzt. Ich weiß, die meisten würden sich freuen, mich nicht. Und wenn es schon mal Lucky wird, hat es natürlich keine 15 Angriff. Sonst hätte ich endlich mal ein Riolu, ein Lucky Riolu mit 15 Angriff zum Hochziehen. Hat es aber auch wieder nicht. Also so viel Pech muss man haben. Da Gro hier nochmal mit einem Krypto Lavita, was er zu einem 100er machen kann. Hat er ja letztens erst eins bekommen. Jetzt schon wieder eins hinterher. Also bei ihm läuft auch richtig. Hier zeigt er, wie es richtig geht, wenn man ein Lucky Riolu bekommt. Selbst wenn es kein Shiny ist, aber zumindest 100er. Was man nehmen kann, was man hochziehen kann am 7.2. Vogelsang, Brandenburg. Glückwunsch dafür auf jeden Fall. Man sieht hier nochmal einen verkorksten Ash mit zwei Dittos, die sich einfach mal verwandelt haben in die zwei Mädels. Also richtig verstörendes Bild auf jeden Fall. Der Night Alex, seit langem wieder mal ein 100%. Der macht seit 10 Jahren, kommt er zurück, spielt wieder Pokémon. Hat seinen ersten Feldforschungsdurchbruch mit Flecknoil und bekommt direkt ein 100er Flecknoil. Also, so läuft's. Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln und das soll keine Beleidigung sein. Vorhin aus einem Raid bekommen, die Tina auch hier mit einem 100% Hippopotas. Dann der Stefan Landei zeigt uns noch ein schönes Bild zur aktuellen Lage mit dem Sturm Sabine? Mit dem Sturm Sabrina. Nein, da hat man es ja im Livestream auch drüber. Zum Glück heißt er nicht Sabrina, sondern Sabine. Das ist in Wahrheit nämlich einfach Boreos, der komplett übers Land zieht und die Stürme verursacht. Dann habe ich auf einem anderen Account noch ein Shiny Riolu bekommen, was ich mir auch rübergetauscht habe. Diesmal nicht lucky geworden, zum Glück. Sieht auf jeden Fall jetzt richtig toll aus. Und die Ausbeute habe ich ja gestern in dem Video ein bisschen gezeigt. 100% Pantimimi, 100% Mobai, 100% Mantirps, 100% Vadribje, 100% Shiny, Shinox. Also da sind in den Eiern so viele krasse Sachen auch dabei gewesen. Auch wenn viele sagen, richtiges Drecks-Event und voll die Abzocke. Aber es gab trotzdem gut was zu holen. Auch so viele Shinies noch bekommen, die ich jetzt hier nicht reingepfropft habe, weil die eben gestern schon gezeigt waren. Dann Dragonite nochmal mit einem Lucky Boreos, was ich mir erst wieder tauschen würde, wenn es das dann Shiny gäbe. Und solange tausche ich halt Riolu, bis ich irgendwann da mal eins mit 15 Angriff habe. Dann nochmal Dragonite, leider nicht meins, aber jemand, mit dem ich schon Glückstausch hinter mir habe. Shiny Sichlor. Vielen Dank an den Schenger. Ein, ja, auch ein
Shiny Riolu halt, ne? Mit dem hat er Shiny Sichlor getradet oder wie? Oder sehr verwirrend. Ne, eigentlich ist es nicht verwirrend, eigentlich ist es glasklar. Das hätte ich am liebsten auch, weil meins ist ja lucky geworden, da brauche ich ja was richtig Fettes. Weigel Dennis hier nochmal auch mit einem Schneebedeck, immerhin etwas. Dem habe ich dann gleich geschrieben, ob er dann den Livestream geschaut hatte vom Montag. Denn er hatte ja gewonnen, er wurde ja gezogen, um ein Shiny Shinux zu bekommen. Da habe ich ja eins verlost, beziehungsweise habe ich sogar zwei verlost. Und wenn die Gewinner ihre Shinies erhalten haben, mache ich dazu auch nochmal ein Video, wo ich kurz nochmal Ausschnitte aus dem Stream zeige, das nochmal erkläre und nochmal zeige, dass die Shinies auch wirklich rausgegeben wurden und bei den Leuten angekommen. Dann der Tim nochmal mit einem 98%igen Lucky Shiny Despotar. So eins habe ich auch, nur ohne Lucky, damals vom Community Day, wo wir in Coburg waren und sind um die Feste rumgelaufen. Das waren doch coole Zeiten, jetzt sind wir schon seit 100 Jahren nicht mehr in Coburg gewesen, leider. Codebrot hier noch mit einem 100% Abra, das war glaube ich von heute, beim Pizzahaus. Dann Pupsi mit Nummer 2, Shiny Spoing, denn heute war ja auch diese, also gestern war ja auch diese Spotlight-Stunde, diesmal nicht mit Onyx, sondern mit Spoing. Und diesmal haben sie wirklich an den Spawns rumgeschraubt, denn egal wo man hingeguckt hat, so viele Spoings überall gespawnt, so viele Spoings da rumgesessen. Ja, der Adi ist gerade hinten langgelaufen, hat mich jetzt irritiert. Ich habe nur hier einen Geist gesehen, der vorbeigezogen ist. Das haben sie diesmal also richtig gemacht, natürlich kriegen sie es beim ersten Mal nicht hin und brauchen einen zweiten Anlauf, bis es richtig funktioniert. Trotzdem, wer noch keinen Shiny hatte, hat sich hoffentlich heute eins gegönnt. Dann der Chris Redfield. Ist das nicht von Resident Evil? Das müsste auf jeden Fall der Batman sein, der ab und zu mal im Stream zugange ist. Hat er hier ein Shiny Pandimos noch bekommen und ein 100% Lucky Regi Gigas, worum ich ihn natürlich auch beneide. Habe ja auch Bonbons gesammelt, will unbedingt eins hochziehen, aber ich warte noch auf meinen 100er, was ich nie kriegen werde, weil ich nie welche tausche und aus den Raids immer nur Mist rauskommt. Mittlerweile ist der Adi unterm Tisch, nicht wundern. Der Hannes Red Devil Black hier noch mit einem 100%igen Flambirex. Oh, das hätte er natürlich warten können bis zum C-Day und hätte es mit C-Day-Attacke bekommen, so hat er es schon entwickelt, ne? Aber bis dahin hat er bestimmt nochmal einen 100er bekommen und C-Day, ich meine, zur Not entwickelt ihr halt das Höchste. Das ist, IVs sind ja in dem Sinne nicht alles. Sieht auf jeden Fall jetzt schon richtig cool aus. Dann hier noch ein 100%iges Meditalis mit 11,45, auch aus München, Bayern, was ich ja sehr gerne auch für die Superliga genommen habe. Dann hat er einen Dragosso gefangen, hat er gesagt, wo man da immer gucken muss, inwiefern ist das schön, inwieweit geht das schon zur Tierquälerei über, ob sich die Tiere da wirklich wohlfühlen, unwohlfühlen. Dann habt ihr hier noch ein 100%iges Nagelotz. Adi, jetzt hör auf da rumzuwühlen. Ein 100% Nagelotz, ein 100% Eboli, alles mitgenommen. Stefan Kretschmann mit einem Shiny Pantimimi, sogar recht gute Werte. Ist also auch recht selten. Michael Schilling, der Bruder vom Daniel, ne, hat hier also sein Krypto-Raikou abgeholt mit 745. Leider weiß ich nicht, ob das jetzt ein gutes ist, ein schlechtes ist. Aber er hat auf jeden Fall noch seine 1000 Rüpel voll gemacht, 1000 Mitglieder von Team Go Rocket besiegt. Da bin ich leider schon ewig nicht mehr am Laufen, denn ich glaube, das letzte Mal, als diese Rocket-Invasion war und man überall Rockets besiegen konnte, habe ich richtig durchgestartet. Habe so die 3 Stunden oder 2 Stunden, wie lang war das? 3? 2? 1 Stunde? Hab da auf jeden Fall richtig durchgezogen und seitdem ist wieder alles komplett eingeschlafen. Aber das ist immer so. Jetzt kommt Go Battle League, ich starte richtig durch und nach 2-3 Tagen schläft alles komplett ein, weil nichts da ist, was so richtig reizt. Die Community Days, die Raid-Touren, das sind die Sachen, die richtig Spaß machen, die Shinies zu suchen. Eierbrüten ist noch cool, alles so oldschool, aber diese ganzen neuen Sachen, die immer dazukommen, die, weiß ich nicht, das ist so zusätzlich, was man mal ausprobiert, aber man irgendwie, ich zumindest, bei den alten anfänglichen Sachen bleibt, die das Spiel immer ausgemacht haben. Das war's jetzt mit den Highlights. Wir haben jetzt aber natürlich noch den Schocker der Woche für euch.
Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Danny Österreich, also vom Bisa-Fan TV. Den hat er mir letztens gezeigt. 100% Zuro-Keks. Das Zuro-Keks wurde am 1.2. in der Nähe von Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland gefangen. Das also krass. So viele Leute sind verzweifelt an der Go Battle League und haben es nicht geschafft, ein Zuro-Keks zu bekommen, als es garantiert war. Müssen jetzt auf den großen Pool der Pokémon schwören, dass sie dadurch Zufall eins rausbekommen. Manche haben zwei, manche haben keins, manche haben schlechtes, manche haben gutes. Und er hat einfach mal ein 100%iges Zuro-Keks bekommen. Natürlich mit meinem Trick, wie er in seinem Video gesagt hat, obwohl ich überhaupt keine Trick gezeigt habe, es niemals um einen Trick ging. Aber Glückwunsch, da bin ich schon ein bisschen neidisch. Ist auch ein sehr cooles Pokémon, soll auch nützlich sein, so als Kampf-Pokémon im Vergleich zu Riolu. Eine Alternative, wer kein gutes Riolu hat, kann auch Steigerungshieb. Könnte man vielleicht also auch für Rocket-Bosse einsetzen oder eben für PvP. Ich selber habe noch nicht damit gekämpft. Habt ihr schon Erfahrungen mit Zuro-Keks gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Was ist euer bestes Zuro-Keks, was ihr habt? Schreibt das auch mal rein. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir melden uns einfach nächste Woche wieder, beziehungsweise wir melden uns ja jeden Tag, aber nächste Woche dann wieder Raid am Mittwoch, wenn wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst haben und am Ende auch wieder den Schocker der Woche. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.